Hi, da sind wir wieder zu Zockerzone spielt Dead Space, inzwischen Teil 18. Der Stones ist am Controller und yes. Ja, wir haben scheinbar eine Außenmission vor uns. Sieht ganz so aus. Durch diese Medium-Air-Kerne zu erkennen, wahrscheinlich ist gleich Luft ein Problem. Ja. Wir waren zwischendrin kurz offscreen im Laden und haben hier das Inventory ein bisschen ausgemistet. Ja, war dringend notwendig, weil wir keinen freien Slot mehr hatten, sprich nicht mehr hier diese Aircan aufheben können. So. Ah, nee, wir sind doch noch nicht draußen. Okay, jetzt weiß ich aber, was kommt. Genau, jetzt müssen wir nämlich unten da die beiden Bohrer oder Drehmechanismen da wieder reinslotten. Aber renn ruhig hier erstmal auf der Plattform rum. Ich glaube, hier liegt auch noch so ein bisschen was. Wie konnte man nochmal springen? Einfach mit mit Y, aber würde ich noch nicht machen. Außer man hätte ja auch oben looten können. Du willst ja gleich Beef haben, ne? Dann kommen nämlich die Gegner, wenn ihr das jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Der Halunke. Da ist er. Hier sind auch relativ viele Fässer, also das kann man sehr gut mit allen machen. Siehst du noch ein Fass oder wo? Ja, ich glaube auf der anderen Seite, aber dann unten mal weiter. Ich habe leider schon 8 da oben. Wo ist er? Da. Da. Ja. Erst wenn ich das Weiße in seinen Augen sehe. Nice. Versteck dich nicht hinter diesem Dildo hier. Bam. Das war wohl Zeit. Das war überhaupt nichts. Ich habe ich gar nicht getroffen. Aber oh je. So. Dann gerade nichts fallen lassen, ne? Da habe ich gar nicht hingeguckt. Das war alles durch diese Explosion so zersprengt worden. So, zum Rätsel. Oh, eine Kiste. Hast du gesehen? Genau, ne? Munition. Im Endeffekt, wenn man das dann nämlich nachher gestartet hat, dann hat man keine Luft mehr. Okay. Aber nicht direkt, also das kommt ja kurz darauf. Ich muss sie verlangsamen und Stase, wo ist sie? Hier müsste irgendwo eine Stase-Station sein. Da, ist sie auch direkt unter dir. Ja, andere ist unter. Oben und unten ist es hier. Und das ist dann links. Dehnbarer Begriff. Da. Dankeschön. Das ist schon mal angenehm. Gut. Jetzt haben wir in die Steuerung ein bisschen reinkommen. Ja, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, auch wenn das unsere Community ja gar nicht so mitbekommt. Ja, ja. So, Sitz passt. Es könnte sogar sein, dass wir dagegen auftauchen. Ja, noch ist die Musik nicht losgegangen. Ja. Ah ja. Da schleppt er den anderen auch mit sich. Der ist tot, ne? Ja. Das ist ja eigenartig. Der hat nichts ausgehalten. Wahrscheinlich hat ihm der Gegner oder der Typ, den er mitgezogen hat, schon so zugesetzt. So, ich spring gleich mal hier hoch. Oh, das ist doch ein Gegner. Warte mal. Ja, ein Grund mehr den quietschen. So, da haben wir noch ein Fässchen, das war sehr schön. Und das ist wo auch immer gerade explodiert. Das haut auch alles nicht so richtig hin. Was mich irgendwie so ein bisschen wundert, normal sind das ja die Jumper schlechthin. Die wirken ein bisschen zahm heute. Ja, und selbst in einem Raum, wo ja nicht mal eine Gravitation vorhanden ist, springen die gar nicht. Also da, wo gerade da sind sie eigentlich recht aggressiv. Genau. Ja. Eine mögliche Erklärung wäre, dass ich einfach zu gut bin. Das wird sein. Wieso erntet das Gelächter? Ja, muss ein bisschen weiter weg. Das reicht ja nicht. Ich muss ein bisschen Schwung holen. Zack. So, und wenn du jetzt das Ding betätigst, dann ist mit Luft aus. So, wo müssen wir dann hin? Dann musst du nach hinter dich in den Fahrstuhl runter. Okay. Und dann immer in den Schneisen lang. Gute Erinnerung, Digga. Ja, ist ja bei mir jetzt doch wieder nicht so lange her. Hier hoch, oder was? Genau. Hier runter? Ja. So
So, und jetzt, pass auf, hier dreht sich ja das Teil. Nicht nach hinten. Ah, nein. Ja, ich weiß. Okay, und dann musst du immer jetzt rechts zum nächsten Vorsprung. Da lag ja, aber genau. Was, ne? Mhm, aber. Und hier taucht, glaube ich, mein Gegner auf. Immer Stabe. Oh, Turm ist auch nicht aufgehört. Was ist denn hier los? So Weicheier, diese Gegner auch sind, ey. Und weil. Das ist schon gut. Weiter geht's. Geh mal, ne? Oh, da hinten ist schon der nächste Gegner. Aber renn rein, renn ja, rein. Ja, das hat Prio. Sonst, ja. Ja, gut. Und ich warte, bis er zermetzelt wird? Ich muss. Es muss sein! Passiert das auch? Ja, sehr schön. Gut, aber Luft ist immer noch beschränkt jetzt. Ja. Jetzt wäre ich fast schon losgerannt. Oh, weiter geht's. So, hier hoch. Genau. Gravitation ist auch wieder da jetzt, ne? Ja, gleich haben wir auch wieder Luft irgendwie. Wir können sicher rumlaufen. Ja, genau. Schrank noch mitnehmen. Oh, der fängt ja schon recht früh an zu keuchen hier, ne? Noch 30 Sekunden Zeit quasi. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Gucken wir mal, ob wir irgendwas vergessen haben. Das sieht gut aus. Ja, geh mal zur Tür, geh mal an die Tür. Ja, sonst kommt keine Luft rein, ne? Genau. Alles gut. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, mach doch mal direkt ein Safe. Ja. Die Stase gar nicht aufgefüllt, aber denke ich mal. So viel Schmerzen. Ja, sie haben nur zweimal benutzt. Oder dreimal. Dreimal, glaube ich. Und ein Notfallschüssel ist ja noch da. Ah ja, oh ja. So, so. Neuer Gegnertyp. Immer auf die gelbe Kugel, so war's, ne? Genau. Ja, gibt's ihn. Aber der zerrapft einem immer das Aiming. Ja, das Aiming, das ist ganz mies. Aber. Noob. Also, heute kommt mir das tatsächlich alles ein bisschen sehr easy mode vor. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht spiele, aber. Haben wir das auf normal gestellt aus Versehen oder was? Was war da links noch? War da... Ja, halt die Augen offen. Aber ich glaub, nee, also an der, links an der Wand, meinte ich hier. Ach so, das hat nur so geleuchtet. Hat okay. Geleuchtet, ja. Aber. War ein Irrlicht. So. Frag doch mal die Linie. Die Linie weiß Bescheid. Mhm. Ja. Die kommt im Punkt. Oh ja. Okay, da gibt's ihn. Aber das bestimmt auch für so einen Scoop-Gegner, der gar nicht auftaucht. Der rennt da wieder in der Gegend rum. Das ist der Typ von vorhin, weißt du noch? Oh, der nie aufgetaucht ist. Was? Ja, ich gehe ja schon an. Nee, der Typ, der niemals aufgetaucht ist, da hat er eine orange Hose. Hast du das gesehen? Der stirbt mit drei Schuss. Also hast du hier heimlich unsere ganzen Power-Notes in diese Waffe gesteckt, oder was? Wir haben doch gar nicht aufgelevelt und alles. Was ist denn hier los, ey? Also schnallen tue ich es auch gar nicht. Nämlich, weil die ersten Gegner, denen wir ja so begegnet sind, hier mache ich immer in der Regel 5-6 Schuss. Das haben wir so lange nicht mehr gespielt, dass wir vergessen haben, dass wir irgendwas aufgelevelt haben? Das könnte ja sein, aber... Etwas verstutzt bin ich jetzt hier. So, wir wollen uns gerade gar nicht beschweren. Kann natürlich sein, dass das Game jetzt auch gerade erstmal so ein bisschen in den Easy-Mode geht. Und ich wollte das, was uns bald bevorsteht, ist nicht gar nicht so ohne. Ja, und da verratzt man ja relativ viel. Oh, beide hören ganz gespannt zu. Das gab's ja noch gar nicht. Premiere. Ist aber auch süß irgendwie, ne? Ach komm schon. Ja, okay, süß. Sie ist die hübscheste Frau im Spiel. Ja, die einzige. Ja, die einzige. Gut, aber dann können wir an der Stelle auch schon wieder zum Ende kommen. Dann würde ich sagen, gehst du einfach nochmal an die Safe Station, zweites E gleich um. Also perfekt gepasst. Ja, und ja, dann können wir sie erstmal nochmal zu Ende schnacken lassen. Das ist auf jeden Fall noch drin. Was will sie denn jetzt überhaupt von uns? Ich versuche gerade Speed zu reden hier. Ja, hat nichts geholfen. Oh, schade. beide ganz intelligent nach vorne gebeugt. Was will sie uns mitteilen? Gut, nee, aber dann machen wir hier einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Soccerzone spielt Dead Space und da dann inzwischen mit Teil 19. Jo, da bin ich nochmal dran wieder, ne? Da bist du auch noch. Jawohl. Ja. Alles klar. Also bis dann.